Also, ich heiße euch herzlich willkommen noch einmal zu dem Bäcker Digitaltag, der analog stattfindet übrigens. Finde ich auch sehr spannend. Ganz lustige Geschichte dazu. Ich habe ja eigentlich angefangen, mein Event Digitaltage zu nennen, weil ich hatte einen Firmennamen, der war unseriös eigentlich, aber ich habe meine Firma ursprünglich Digitalmacht genannt, ja. Und da ich Digitalmacht bin, habe ich mir gedacht, das ist doch gut, wenn wir Digitaltage haben. Und dann irgendwann mal sagt mir ein Kunde, ja, wir machen jetzt Digitaltage immer bei dir vor Ort in Landshut. Was ist daran eigentlich digital? Aber naja, es ging natürlich um das Thema Digitalisierung. Und der heutige Digitaltag ist ja auch analog, aber es geht ja heute auch um das Thema, wie man auch dann digital durchstartet. Ja, mein Name ist Wladimir Simonov, ich bin Coach und Versicherungsmann. Und heute geht es ums Thema, wie du zum attraktivsten Magierer in der Region wirst. Und ich schaffe das mit meinem Aussehen. Wie manche von euch müssen da was anderes machen. Jupp, wir machen hier ein bisschen Stand-up, ja? Ich habe mir gedacht, wie gesagt, nach der Mittagspause, da wirst du ein bisschen reinhauen. Also, warum du heute unbedingt aufpassen solltest. Übrigens, ich bin mit euch per Du. Wir können eine Pause gerne auf Sie umschwenken, aber ich habe keinen Bock, meine ganzen Vorträge umzutexten, nur wegen ihr euch. Von daher, bevor ich das alles auf Sie umschreibe, lasse ich aber bei Du. Ja? Auf jeden Fall, was man aufpassen sollte, was die meisten Arbeitgeber nämlich falsch machen: wer dich nicht sieht, kann sich bei dir nicht bewerben. Das ist ja schon mal das Erste, was die meisten von euch gecheckt haben, weil sonst wird ja nicht Kunde hier bei Aramas Digital. Das Nächste ist, ja, viel aber Recruiting, was die meisten Führungskräfte und ja, Experten euch nicht sagen können. Warum? Den vielen Informationen. Und ja, wie du wertvolle Zeit durch Komplexität verschwendest, das wollen wir heute ausräumen. Und das passiert öfter, als du glaubst, haben wir auch in der Pause kurz besprochen. Die Bewerber verstehen dich gar nicht. Ja? Die verstehen gar nicht, welchen unglaublichen Vorteil es hat, bei euch beruflich tätig sein zu dürfen. Ja, und deswegen bewerben sie sich einfach nicht. Ja, und Kontinuität, das ist die Antwort, aber Achtung, auch hier gibt es Fallstricke. Das sind meine Firmenprofile mit Bewertungen. Ich bin ausgezeichnet. Danke, danke, danke. Und wir sind auch hier in dem Bereich. Ich bin seit über 16 Jahren Versicherungsmakler, als Unternehmer tätig. Ich habe durch Social Media meine ganzen Erfolge gefeiert. Man mag es gar nicht glauben, aber ich war früher ein schüchterner Top-Fachidiot. Ja, und wurde von einem Top-Fachidioten zu einem Top-Vertriebler, und das heißt durch Social Media. Und seit 2018 bin ich auch als Coach tätig, Unternehmensberater für eine Versicherungsmakler Finanzdienstleister. Und ja, wir verbinden Coaching, Beratung und Grafikdesign verbinden wir nicht, aber Coaching, Beratung und im Endeffekt, ja, digitale Prozesse, damit wir unsere Kunden unterstützen können. Die meisten von euch kennen diese Thematiken, dass ja, kaum neue Bewerber kommen. Das war wahrscheinlich eure Situation, bevor ihr bei Aramas gebucht habt. Wenn Bewerber reinkommen, ist die Qualität unterirdisch. Manche von euch, habe ich schon Leuten hören, haben ab und zu nach wie vor diese Herausforderung, dass die Bewerberqualität nicht so dem entspricht, was man gerne hätte. Wer hat schon mal Herausforderungen gehabt bei Qualität der Bewerber? Ja, an die meisten. Habe ich auch. Ich habe eine lustige Statistik. Bei mir sind durch Social Media sind bisher über 700 Bewerbungen eingegangen in den letzten Monaten, Wochen, Jahren. Und wir haben davon, ich glaube, aktuell insgesamt 20, 22 Leute eingestellt. Ein Teil natürlich wieder gefeuert. Das lässt sich nicht vermeiden, leider. Aber das ist ungefähr die Quote. 22 zu 700. Und man muss auch dazu sagen, ich bin ein bisschen wählerisch. Und wir haben jetzt eher nicht die Berufsstellen im niedrigen Einstiegsbereich. Bitte. Also bei mir ist wirklich ein Team von absoluten High-Performern. Wir suchen im Endeffekt für Backoffice. Die haben in der Regel mindestens irgendwas mit Hochschule. Wir suchen Leute für Vertrieb, die müssen ein gewisses Mindset haben, die müssen eine gewisse Durchsetzungsstärke haben, und für Kundenberatung. Also wir haben schon
sehr hohe Anforderungen. Aber wenn ihr euch eure Quoten anschaut. So. Und das nächste Mal, ihr kennt es. Also ich kenne es auf jeden Fall. Du als Chef bist ständig dabei, irgendwelche Löcher zu stopfen. Und ja, Krankheiten, Kündigungen auszugleichen und irgendwie hin und her zu jonglieren. Aber die gute Nachricht ist, du bist die Recruiting-Methoden aus dem letzten Jahrtausend, die haben ausgedient. Kaum ein Arbeitgeber hat es aber zum Glück für euch, noch begriffen, worum es in nächster Zeit gehen wird. Und Fokus auf das Wesentliche bringt am meisten Mehrwert, Klarheit und Erfolg. Die Ursache: Die meisten von euch als Arbeitgeber sind nicht attraktiv genug. Und damit meine ich tatsächlich nicht die körperliche Attraktivität, sondern tatsächlich die Arbeitsbedingungen und die Angebote, die sie haben. Früher haben sich die Arbeitgeber die Bewerber frei ausgesucht. Wer kennt das noch? Wer kennt noch einen Arbeitgebermarkt? Man hat genug Bewerbungen bekommen. Die meisten gar nicht so viel dafür machen. Die haben einfach existiert. Ab und zu eine Zeitung, dann im Rahmen gemacht oder irgendwie sowas. Schaut mal ein paar Bewerber. Heute haben die Bewerber häufig die freie Wahl. Das gilt im höheren Segment als auch im Niedriglohnsegment, weil es gibt auch da oder im niedrigen fachlichen Segment, sag ich mal, weil auch da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich habe vorher mit Kollegen beim Mittagessen besprochen, oder mit Bewerbern sind in der Regel nicht andere Bekannte, sondern andere Branchen, wie zum Beispiel Handel, wie zum Beispiel Gastronomie. Und wenn man jetzt dann gerade beim Essen hört, dass da irgendwie, ich glaube Rewe war das, ne? 17 Euro die Stunde bezahlt. Schon sportlich. So. Und die Ansprüche steigen bei den Leuten immer weiter. Woran das liegt, zeige ich euch auch gleich. Die einzige logische Lösung: Naja, du solltest zum attraktivsten Arbeitgeber der Region werden. Ich mache mal hier ein Beispiel von meiner Stadt. Ich komme aus Landshut. Kennt jemand von euch Landshut? Ist eine super attraktive Stadt. Liegt natürlich unter anderem an mir. Ja? In Landshut haben wir BMW. BMW ist der größte Arbeitgeber der Stadt. Wir haben, glaube ich, 70.000 Einwohner und BMW beschäftigt, glaube ich, 30.000, 40.000 davon. Also jetzt nichts. 1:1, aus der Region natürlich. Und ich glaube, bei uns, von meinen ganzen Kumpels, mit denen ich zum Beispiel in der Schule war oder sonst irgendwie mein Abitur gemacht habe, gehangen bin, haben sich sicherlich 70-80% bei BMW beworben. Warum? Naja, es ist ein sicherer Arbeitgeber. Es hat sich rumgesprochen, es ist geil, dort zu arbeiten. Ich habe bis heute da Kumpel, die da arbeiten, die bekommen irgendwie 14 oder 15 Jahre Monatsgehälter bei relativ wenig Aufwand. Es gibt Firmenaktien, es gibt mehrere Benefits und am Ende des Tages, ja, warum nicht dort? Warum ein Risiko eingehen? Warum irgendwo hingehen, wo man vielleicht als Arbeitnehmer es schlechter hat? Du kannst sie ja nach wie vor aussuchen. Das ist das Thema. Ich meine, das ist die heutige Bevölkerung. Kann man hier im Raum mal prüfen. Das ist das, was wir haben. Haben wir hier einen Laser? Nee. Auf jeden Fall, das ist Deutschland heute. Das heißt, wir haben hier 15% junge Leute, 20% oder sind das Millionen? Millionen. Also 15 Millionen junge Leute, 20 Millionen mitteljunge Leute, 23 Millionen halbjunge Leute und danach die Älteren. Aber das ist Demografie gestern, heute und morgen in der Entwicklung. Das heißt, wir haben jetzt aktuell, in 2020 haben wir 46 Millionen arbeitende Bevölkerung. Das ist ein Rekordwert. Recht viel mehr werden wir nie wieder haben. Und früher in den 60er Jahren hatten wir schon mal 8 Millionen weniger. Aber die 60er Jahre, die hatten viele junge Leute. Die jungen Leute schrumpfen. Das bedeutet, wenn wir jetzt euer Geschäft nehmen
oder 20 oder 30 Jahre in die Zukunft projizieren. Hat jemand von euch sich den Altersdurchschnitt seiner Firma ausgerechnet? Hat jemand Daten darüber? Was würdet ihr fühlen? Was würdet ihr sagen? So Pi mal Daumen. Gerade, sag ich mal, in den Schlüsselpositionen, ja. 47. Ja. 30 wäre gut. Aber 47, da kannst du die Uhr dann erstellen, ne? 10, 15 Jahre in die Zukunft projiziert. Die ersten Leute gehen in Vorruhe, Krankheit. Ja, manche Leute, die können einfach nicht mehr. Und manche Leute müssen reduzieren. Und so weiter und so fort. Und die ganze Geschichte spitzt sich halt dann immer weiter zu. Und durch Zuwanderung wird die ganze Geschichte aktuell wohl wahrscheinlich nicht ausgeglichen. Das ist die Sozialversicherung. Und zwar die gesetzlichen Krankenkassen. Die Krankenkassen sind umlagefinanziert. Das bedeutet, die Leute, die jung sind und die arbeiten, bezahlen die Beiträge mit für die Leute, die nicht arbeiten, zum Beispiel Kinder oder Rentner. Je weniger junge Menschen es gibt, die arbeiten, desto mehr es ältere Menschen gibt, die nicht arbeiten oder davon profitieren, ja, dann entsteht so ein Delta. Wer zahlt denn dieses Delta? Jetzt schon. Also es gibt ja jetzt schon heute Delta. Wer zahlt das? Steuerzahler, ja, genau. So, das heißt, es gibt halt jetzt schon die Krankenversicherungssteuer. Es gibt jetzt schon die Rentenversicherungssteuer. Also das ist jetzt im Endeffekt hier die deutsche Rentenversicherung. Das bedeutet allein, um das auszugleichen, diesen Demografieeffekt, wie man den nennt, so, haben wir jetzt 20 Milliarden im Jahr. Im Endeffekt, hier, das war die Krankenkasse, sorry. Das ist jetzt die Rentenversicherung. Da kommt nochmal 75 Milliarden dazu. Das heißt, aktueller Stand, fast 100 Milliarden im Jahr, gehen schon mal dafür drauf, dass ja, wir die Sozialversicherung stopfen, weil es einfach im umlagefinanzierten System gibt es eine Wippe. Wenn es irgendwann mal weniger Einzahler gibt als Bezieher, kippt die ganze Geschichte. Die Finanzierungslücke bei der Rente, das bedeutet, das ist jetzt stabil irgendwo bei einem Viertel, wird sicherlich aber nicht besser. Wer hat das mitbekommen, die Tage? Diskussion Rente ab 70. Habt ihr das mitbekommen? Ist ja immer wieder relevant. Aber wisst ihr, die ganze Diskussion, die ist eigentlich für junge Leute vollkommen irrelevant. Weil du kannst mit 70 in Rente gehen, weil mit 70 die Rente so niedrig sein wird, dass du davon nicht leben kannst. Als junger Mensch. Mit jung meine ich unter 40. Das heißt, wenn ihr hier jetzt im Raum seid, unter 40 seid, dann könnt ihr niemals in Rente gehen. Also, wenn ihr nur auf die gesetzliche Rente angewiesen seid. Und genau das gleiche gilt für eure Arbeitnehmer. Das heißt, eure Mitarbeiter können niemals in Rente gehen, sondern die müssen sich totarbeiten. Wie im Mittelalter. Du hast auch gearbeitet, bis du tot warst. Das ist die Realität, die können wir jetzt nicht verändern. Es wird deutlich weniger Arbeitnehmer geben. Es wird deutlich mehr Rentner geben. Umlagefinanzierte Systeme werden unter Druck geraten. Was passiert mit einem umlagefinanzierten System oder was passiert mit jedem System, wo ich Leistungen bekomme, wenn es weniger Kohle gibt, die eingezahlt wird? Was ist die einzige Konsequenz, die ich habe als Anbieter, als Unternehmer? Wenn jetzt zum Beispiel du weniger Kohle einnimmst, wie du dachtest, was musst du machen? Ja, du musst halt Leistungen streichen, Mitarbeiter streichen, irgendwas streichen. Ja. So. Das ist die ganze Geschichte. Die Inflation, die gerade aktuell stattfindet, 7%, ne, habt ihr auch mitbekommen. Der Staat entschuldet sich, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, der Staat entschuldet sich
auf Kosten der Bürger. Das ist der einzige Zweck der Inflation. Und nach begreifen, dass die Menschen suchen auch nach Lösungen. Das ist aktuell eine der vielen Studien, die zu dem Thema es gibt, welche Mitarbeitervorteile Arbeitnehmer wirklich wollen. Und da stehen ganz viele kleine Sachen, ein paar große Sachen. Aber das ganze Thema, das kommt jetzt nach und nach in der Gesellschaft an. Und ihr müsst euch auch als Arbeitgeber einfach vorstellen, wie das für jemanden ist, ja? Für einen ganz normalen Menschen, der jetzt nicht Unternehmer ist, der jetzt ganz normaler Angestellter ist. Es gibt für die Leute keine Lösung. Von der gesetzlichen Seite, von der Politikerseite, von der staatlichen Seite gibt es dafür keine Lösung, weil es dafür keine Kohle gibt. Oder die Kohle, die es dafür gibt, die wird neu gedruckt. Das heißt, die Kohle gibt es zwar nominell, aber durch die Inflation kannst du dafür viel weniger kaufen. Wie hat es deine Preise erhöht die letzten paar Monate? Wir planen seine Preise zu erhöhen die nächsten paar Monate. Wie ist das? Nutzt jemand von euch Butter für seine Erzeugnisse? Nutzt jemand von euch Benzin für seine Erzeugnisse oder Diesel? Hat jemand von euch Finanzierungen am Laufen oder plant er welche? Ich meine, die Bauzinsen haben sich jetzt verdreifacht teilweise. Ja, das muss man auch auf die Kunden auch umlegen. Weil sonst, wieder das Thema, musst du ja Leute feuern und die Brötchen kleiner machen. Oder, ja, keine Ahnung, Sägemehl untermischen. Deswegen müsst ihr euch Folgendes überlegen. Denkanstöße an euch. Fast jeder zweite Arbeitnehmer ist mit seiner aktuellen Stelle unzufrieden, doch die Hürde ist relativ hoch. Habt ihr Mitbewerber, wo ihr wisst, dass die Mitarbeiter richtig unzufrieden sind? Ja, woran äußert sich das? Sagt der Mitarbeiter zu dir als Chef: Chef, ich bin unzufrieden. Nee, 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 nee. Woran merkst du, dass die Mitarbeiter unzufrieden sind? Krank? Krankenstand geht hoch. Ja. Manche Leute kündigen innerlich, arbeiten schlechter. Die erfüllen ihre Aufgaben, die sie jahrelang erfüllt haben, nicht mehr gut. Habt ihr sowas schon mal gesehen, dass Mitarbeiter einfach so abbaut? Ja klar, jetzt kann man hier so ein Coaching machen, mit Mitarbeitern besser kommunizieren. Wo liegt dein Problem, mein Schatz? Das Problem ist, ich bin angepisst. Ich möchte für den nicht mehr arbeiten, aber mein Schmerz ist noch nicht hoch genug, dass ich woanders hingehe. Arbeitgeber Marketing darf nicht sein, sondern muss auch am Ende des Tages aktiv gezeigt werden. Ich habe vorher beim Mittagessen ein paar Geschichten erzählt, ne? Wer von euch hat im Betrieb ein Klo? Ein Klo im Betrieb. Jetzt denkt ihr, es ist selbstverständlich und lacht, oh, die Idiot, ich habe natürlich ein Klo. Oh. So, es gibt ein Unternehmen, Firma. In Landshut gibt es ein Friseur-Franchise. Da hat eine Bekannte von mir gearbeitet. Da musste die Mitarbeiterin, wenn sie nicht Umsatz mit ihrem Stuhl geschrieben hat, wurde ihr Lohn gekürzt. Jetzt wird man sagen, ha, ist ja illegal, das darf man nicht machen. Ja klar. Aber Mitarbeiter lassen es mit sich machen. Und jetzt müsst ihr überlegen, das waren ja zwei Sachen. Zwei Sachen, die für euch selbstverständlich sind. Ich glaube nicht, dass ihr hier sagt, meine Mitarbeiter dürfen nicht aufs Klo, weil sonst wird die ganze Zeit verkackt. Ich glaube nicht, dass jemand von euch hier sitzt und sagt, ja, ich bin nämlich geplant illegal, soll mich doch verklagen, die Arschlöcher. Glaube ich nicht. Also sind zwei hier ganz normale Dinge, die für viele Arbeitnehmer nicht normal sind. Habt ihr schon mal Geschichten gehört, dass jemand einen Lohn zu spät bekommen hat? Das ist für mich unverständlich.
Die Leute müssen ihre Miete bezahlen, die Leute müssen Lebensmittel kaufen, die Leute müssen ihr Auto tanken, um zu mir in die Arbeit zu kommen. Ich zahle denen Lohn zu spät. Also bei mir in der Firma, also ich bin schon mal ins Dispo gegangen, um Löhne zu bezahlen. Aber die Löhne waren pünktlich draußen. Immer. Aber für viele ist das nicht selbstverständlich. Ich kann nehmen, da warten die Leute 3 Monate auf ihren Lohn von vor 3 Monaten. Kriegen die immer scheibchenweise ein bisschen was überwiesen, wenn Kohle da ist auf dem Konto. Und die halten das aus. Jetzt kann man sagen, okay, weil sie dumm sind. Ja. Aber das sind Menschen, die könnten auch für euch arbeiten, wenn ihr ihnen einen Grund geben würdet, warum es so ist. Und Arbeitgeber haben sowieso eine Fürsorge für Mitarbeiter. Warum also intensiv damit umgehen? Wem hier gehen seine Mitarbeiter komplett am Arsch vorbei? Naja, habe ich erwartet. Wer hat schon mal für einen Mitarbeiter, hier alle im Raum, wer hat schon für einen Mitarbeiter etwas Außergewöhnliches getan, etwas über die Pflichten im Arbeitsvertrag hinaus? Was hast du gemacht? Danke. Du hast ihm Klo gegeben. Geil. Nein. Ja, kann jemand ein Beispiel nennen? Du hast dich auch gemeldet. Knigge? Weiß ich nicht. Ich bin ja nicht der Experte für Knigge. Experte für gutes Aussehen. Ja, aber solche Sachen im Endeffekt, mit denen müsst ihr halt offensiv umgehen. Zum Beispiel das letzte Mal, dass du eine Geburtstagskarte an einen Mitarbeiter geschrieben hast, hast du von einem Screenshot gemacht für Social Media. Warum? Es ist peinlich. Ja, ganz ja hier schwärzen, wie alt du Mitarbeiter geworden bist. Zum 87. Geburtstag, du kannst rennen, lieber Horst. Danke, dass du für mich noch tätig bist mit dem letzten. Ja. Betriebliche Altersvorsorge gibt es ja viel. Habe ich schon probiert, Mitarbeiter lehnen das ab. Wer hat schon mal die Erfahrung gemacht, betriebliche Altersvorsorge funktioniert nicht, Mitarbeiter wollen es gar nicht? Ja. Kann ich nicht sagen, warum die checken es nicht mal. Ist doch ganz klar, ist wie Raketenwissenschaften. Bestehende betriebliche Altersvorsorge, die ihr schon habt, ist meistens gefährlich falsch konfiguriert. Das heißt, auch da habt ihr als Arbeitgeber ein Problem. Kommunikation im Betrieb und Marketing ist auch entscheidend. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Für das Thema betriebliche Altersvorsorge. Was wir schon getestet haben, was auch sehr gut funktioniert. Haben wir hier Leute, die gerne früher in den Ruhestand wollen, also früher als 70. Ja. Willst du früher oder später? Wieso? Macht dir dein Job keinen Spaß oder was? Hey. Stell dir mal vor, du arbeitest für mich und darfst bis 10 Jahre früher in Rente. Wäre das nicht geil? Ja, aber der Job macht ja Spaß, hast du ja 10 Jahre später, ne? Ich möchte dich ja nicht verlieren. Aber du, wenn du arbeitest, wäre doch gut, oder? Das versteht doch ein normaler Mensch auch, oder? Oder auch so ein Beispiel, wie wir das erklären. Stell dir mal vor, du gehst eines Tages in Rente, aber ich zahle dein Gehalt einfach weiter. Der normale Mensch denkt sich, hä? Wie funktioniert denn das? Ja genau, komm doch in unser Bewerbungsgespräch. Wir zahlen den Lohn lebenslang. So. Wer von euch schaut Serien? Staffelweise. Netflix, Amazon, Sky. Nehmen wir als Beispiel Game of Thrones. Die erste Staffel war gut, ganz entspannt, alles ist cool. Alle Unternehmen nutzen Zeitungen, Radio und warten einfach passiv auf Bewerber. Wann war die erste Staffel von den meisten von euch? Wann war die in der ersten Staffel? 10 Jahre, 20 Jahre her?
Was sagst du? Du schaust. Ja, aber du, seit wann bist du in deiner Firma? Bist du jetzt Azubi oder bist du jetzt ein paar Jährchen schon dabei? Ja, Azubi. Du bist gleich Geselle, oder? Aber dein Papa hat dir doch was erzählt. Früher haben die Bewerber einfach so, die sagen, hier in der Stube ist angenehme 60 Grad warm, komm doch vorbei. So. Staffel 2. Langsam entwickeln sich die Ereignisse. Ein paar innovative Vorreiter, damit seid ihr gemeint, setzen auf Online-Marketing und dominieren plötzlich den Regionalmarkt. Jetzt mal ein Denkansatz an euch. Die Leute, die sich bei euch bewerben, einstellt. Gibt es die mehrfach? Werden die geklont? Werden die irgendwo über Nacht geboren und euch zur Verfügung gestellt? Oder nehmt ihr die jemand anderem weg? Die nimmst du jemand anderem weg. Du Sau, du. So. Und jetzt ist das Thema. Das merken eure Mitbewerber. Wir hatten vorher Diskussionen, hier am Mittagstisch auch. Ihr macht ja ganz viel digitales Marketing über Aramas, gehe ich davon aus. Mit jeglichem Geld, was ihr habt. Oder? Fast. Habt ihr schon mal dann jemals von euren Mitbewerbern, von euren Hauptmitbewerbern, die euch die Brötchen streitig machen, habt ihr schon mal Werbung online gesehen? Weil wisst ihr, habt ihr ja bestimmt hier gelernt, ihr dürft ja nicht einschränken. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt Online-Werbung für Mitarbeiter, aber wer über 20 ist, so wie du, der fliegt raus. Oder wer eine Frau ist, fliegt raus. Oder wer irgendwie, keine Ahnung, sonstige Faktoren hat. Ausländer wollen wir auch nicht. Ich komme übrigens aus der Ukraine. Grüß Gott. So. Das bedeutet, wenn ihr keine Werbung seht von Mitbewerbern, Social Media oder online, dann gibt es keine. Was bedeutet das für seine Bewerber, die er bekommt? Was denkt ihr? Kriegt er genauso viele Bewerbungen wie vorher? Oder habt ihr ihm einige davon weggeschnappt und eingestellt? Habt ihr schon mal Feedback mit Kollegen gehabt? Gibt es originale Stammtische? So Backstammtisch, Münster, irgendwie sowas? Aber ihr könnt davon ausgehen, dass die Leute, die ihr jetzt aktuell einstellt, im Endeffekt von irgendwo her kommen, irgendwo anders nicht eingestellt werden und irgendwo weggehen. Das sorgt dafür, dass ihr mit der Zeit den regionalen Markt dominiert, wenn ihr es lang genug macht. Dann kommt aber die Staffel 3. Die anderen wachen auf. Das heißt, in der Region gibt es so eine Art Pareto-Prinzip. In jeder Region gibt es regional 20% der Unternehmen, die 80% des Marktes kontrollieren. Ich wünsche es jedem von euch, dass ihr mit eurem Unternehmen die 20% abdeckt. Aber in der Regel sind das die 3, 4, 5 große Unternehmen, die den regionalen Markt in einer Form dominieren. Jetzt wachen alle auf, weil die haben ja auch Kohle. Die sind ja auch im Wettbewerb mit euch. Im Wettbewerb um Standorte, im Wettbewerb um innovatives Marketing, Wettbewerb um Mitarbeiter. Jetzt wachen die auch auf und machen jetzt Online-Marketing. Das bedeutet, ist jetzt wieder Waffengleichheit. Staffel 4, da wieder alle das Gleiche machen, gehen die innovativen Vorreiter wieder auf die nächste Stufe, auf den nächsten Schritt und setzen auf Arbeitgeberattraktivität. Das werdet ihr merken, so 12 bis 24 Monaten circa. Früher gab es Recruiting-Agenturen, die zum Beispiel wie AJOB nicht nur für Bäcker, sondern auch für Handwerker das gemacht haben, wie Heizungsbauer, Elektro, Installateure, für Ärzte, für Zahnärzte. Und da war die letzten 12 bis 24 Monate, war immer die Werbung, yo, wir bringen die Bewerber. Jetzt haben die festgestellt, jetzt haben die Kunden bekommen, die waren nicht attraktiv. Nehmen wir mal ein Beispiel von so einer Zahnarztpraxis. Hat jemand von euch schon mal einen richtig schlechten Zahnarztbesuch? Jetzt meine ich nicht die Behandlung, sondern den Service am Ende des Tages. Erzähl doch mal, was war denn schlecht daran? Ja.
Ja. Es war nicht gut für dich. Hat dir nicht gefallen. Hast du den Zahnarzt seitdem weiterempfohlen? Bist du nochmal hingegangen? Das ist eine Negativspirale. Wenn du nicht hingehst, andere Leute nicht hingehen, kann irgendwann mal die Mitarbeiter nicht mehr bezahlen, muss er Leute ausstellen. Leute, die neu anfangen, merken, die Stimmung ist scheiße. So, Leute werden von Patienten blöd angemacht. Das ist eine Negativspirale einfach. Habt ihr schon mal eine Filiale gehabt, wo sich Kunden beschwert haben? Habt ihr schon mal eine Filiale gehabt, wo ein Mitarbeiter richtig schlecht war und euch quasi die Kundschaft vergrault hat? Gibt's nicht. So. Ja. Genau das gleiche ist jetzt in diesem Markt. Und zwar die Recruiting-Agenturen haben das gecheckt. Die Recruiting-Agenturen, zum Beispiel wie AYOP hier, die wissen jetzt, zum Beispiel kleine Bäckereien, kannst du nicht helfen. Die irgendwie vielleicht einen Standort haben oder irgendwie sowas. Lage ist auch entscheidend. Das heißt, wenn du irgendwo in der Region bist, auf dem flachen Land, es gibt nur vielleicht 20.000 Einwohner in 100 Kilometer Umkreis. Es soll ja solche Landstriche in Deutschland immer noch geben, mit Luftqualität und allem. Kannst auch keine Mitarbeiter finden. Es gibt einfach niemanden, biologisch gesehen. Und jetzt im Endeffekt checken die ganzen Recruiting-Agenturen, die Leute, mit denen sie arbeiten, also ihr, eure Unternehmen, die müssen attraktiv sein, weil sonst habe ich keine Chance. Weil wenn das heißt, du bist ein Ausbeuterbetrieb, du zahlst den Lohn nicht pünktlich, gibt kein Klo, man wird sexuell belästigt, whatever, was regional da für Gerüchte umgehen, dann bewirbt sich plötzlich niemand mehr. Egal wie viel in Werbung investierst. Du kannst so viel in Werbung investieren, wie du möchtest. Es kommt niemand, wenn es regional heißt, das sind Arschlöcher. Bei uns zum Beispiel in der Gegend wurde eine große Bäckerei dicht gemacht. Habt ihr schon mal gehört? Müllerbrot. Ja, Ejup, komm, lass mal für die Kampagne machen. Nachdem in der Zeitung stand, die Ratten sind da regelmäßig durch die Regale gelaufen, da werden sich ganz viele Menschen bewerben wollen. Und jetzt kommen wir zum Thema Staffel 5. Naja, die Schwachen und die Ewiggeistigen, für die gibt es keine Staffel 5. Die innovativen Vorreiter haben die ausgeblutet und ihre Marktanteile erobert. Weil nach und nach müssen die ihre Filetstückchen weggeben. Die können die erste Filiale nicht mehr betreiben, keine Mitarbeiter. Gibt es nochmal eine Corona-Welle. Die können nochmal zwei, drei Filialen nicht betreiben wegen zum Beispiel Lockdown. Und das ist ein negativer Effekt, eine negative Spirale, die immer weiter dreht. Und die Mitarbeiter haben irgendwann auch gar keinen Bock mehr. Weil ihr kennt das doch. Ich bin jetzt allein in so einer Backfiliale. So, ich habe einen Stammbäcker. Ihr seht hier, ich habe ab und zu mal Backbedarf. Und da habe ich eine Mitarbeiterin, eine Stammmitarbeiterin, die war immer super nett und fröhlich. Und plötzlich war nur noch die komische Alte da, die mich blöd anmacht. Die gute Mitarbeiterin, zu der ich immer gerne jeden Tag hingegangen bin, in der Früh zum Frühstücken, ist weggewechselt. Ist nur noch die ältere, griesgierige Mitarbeiterin da. Die war immer mehr überlastet, wurde immer asozialer. Und irgendwann bin ich nicht mehr hingegangen und mein ganzes Team, was auch immer dort hingegangen ist, der nächste Bäcker bei uns ist 500 Meter weiter gegangen zum nächsten Bäcker. Und so fängt die ganze Geschichte an und so geht die ganze Geschichte weiter. Die guten Leute wechseln, die schlechten Leute bleiben und das sind die Spirale in deinem Unternehmen. Und dann irgendwann mal musst du die guten Filialen schließen. Und dann irgendwann mal, ja, gehst du in Rente oder wenn du Glück hast, kauft jemand deinen Laden ab. Aber warum sollte ich deinen Laden abkaufen? Die haben ihn schon geholt. Ich habe deine Mitarbeiter. Ich habe dein Know-how. Ja, ich bin ja auch kein Bäcker. So. Wie kannst du profitieren? Naja, in Theorie klingt die ganze Geschichte toll. Ist ja auch logisch, was ich so alles erzähle. Oder gab es irgendwie irgendwelche logischen Lücken? Ja gut, aber okay, ich sag jetzt nichts.
Ich sag's dir später in der Pause. Doch wo sind die Bewerber und wie gewinne ich sie für mich? Halbherzige Aktionen, alte Glaubenssätze, fehlende Nachhaltigkeit, das alles ist verschoben. Wie machen wir das? Naja, wir schauen mal, was für dich ein Top-Bewerber für die jeweiligen Rollen, für die jeweiligen Positionen. Grundlage für alles, damit starten wir in der Beratung als erstes. Dann schauen wir, ja, was ist das optimale Konzept? Was ist so ein Köder, was ist so eine Sprache für die Zielgruppe, die sie auch checkt? Das implementieren. Dann gibt es die ersten Einstellungen, die Aktivitäten tragen die ersten Früchte. Jetzt geht es darum, den kompletten Prozess zu meistern. Wer hat, bevor er hier bei AirJob war, noch kein Online-Marketing gemacht? Das war ja wie Magie, oder? Als die ersten Bewerbungen reinkamen. Also für mich war es wie Magie. So, ich habe mit Online-Marketing angefangen. Bei mir sind Kundenanfragen reingekommen. Ich dachte mir, hä? Warum? Die ersten Bewerbungen sind reingekommen. Ja, geil. Voll automatisch. Dann stellt man fest, es sind echte Menschen. Dann stellt man den ersten Menschen auch vielleicht ein. Denkt sich, ja, geil. Das funktioniert ja voll geil. So. Das ist wie so ein Aha-Moment. Richtig magisch. Genau das automatisieren wir. Und zwar, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ich meine, dazu wird auch AirJob mit euch bei Gelegenheit sprechen. Es geht ja los, zum Beispiel bei der Bewerbung, beim Bewerbungsprozess. Dann geht es weiter zu dem Einstellungsprozess, Onboarding-Prozess. Wer von euch hat einen Onboarding-Prozess in seinem Unternehmen, was den Namen des Onboardings wert ist? Also wer boardet seine Mitarbeiter an, wie man in einem guten Hotel eincheckt zum Beispiel? Was macht ihr zum Beispiel Besonderes beim Onboarding? Das ist so ein emotionaler Eye-Catcher, den finde ich ganz wichtig, dass wir einen Flipchart malen mit herzlich willkommen und das wirklich emotional aufgehoben fühlt. Mit dem Namen des Mitarbeiters wahrscheinlich. Richtig individuell. Gut. Und dann gibt es am ersten Tag erstmal ankommen, Menschen kennenlernen, kapitieren, Kuchen essen, wo bin ich? Ja, am besten den eigenen Kuchen, ne, den man in der Bäckerei herstellt, oder? Richtig. Dann gibt's halt einen Einarbeitungsplan und dann gibt's weiter. Genau. So, das ist ja schon mal etwas, das hat man schon mal. Ist ja schon mal besser als nichts. Jetzt kann man überlegen, wie kann man es optimieren. Einfaches Beispiel. Bei mir laufen die Mitarbeiter durch jede Abteilung einmal durch und checken, was die anderen Mitarbeiter so machen, damit sie ihre Rolle im Unternehmen begreifen als einen Teil des großen Ganzen. Bei uns gibt es ein technisches Onboarding. Das bedeutet, unser ITler erklärt denen, so funktioniert deine E-Mail, so funktioniert dein Handy, so funktioniert das und jenes, so kannst du dich krank melden, so kannst du Urlaub beantragen und so weiter und so fort. Das nächste ist zum Beispiel Mitarbeiterfeedback. Wer von euch holt regelmäßig Mitarbeiterfeedback ein und wie? Ja, wie macht ihr das? Durch die jeweilige Führungskraft nach 4 Wochen, nach 8 Wochen, dann nach Bedarf. Nach Bedarf. Was heißt das? Also nicht mehr. Okay. Ja, ich hole Mitarbeiterfeedback täglich ein. Du? Wir haben so ein Bestimmungsbarometer, ja, wo wöchentlich an die Mitarbeiter sagen können, wie sie sich fühlen auf einer Skala und dann schreiben sie, welche Herausforderungen sie hatten diese Woche und ja, was sie vorschlagen, was sie verbessern können. Und dann gibt es einmal im Monat ein Gespräch mindestens mit einem Mitarbeiter. Ja, richtig gut. Das heißt, regelmäßig Feedback ist wichtig. Wir haben ein Formular zum Beispiel. Ich meine, das muss jetzt niemand von euch eins zu eins nachmachen. Das hat da auch einen technischen Aufwand und es hat auch natürlich Voraussetzungen, die man haben sollte auf Mitarbeiterseite, dass hier zum Beispiel jeder ein eigenes Gerät zum Beispiel hat. Aber wir holen Feedback jeden Tag täglich ein. Also es gibt jeden Tag bei Feierabend wird ein Feedback-Formular ausgefüllt. Da steht zum Beispiel drin, das war heute geil, das war heute scheiße. Diese Vorschläge habe ich an die Firma. Hier ist meine Stimmung. Und wir messen das auch. Circa ein Jahr jetzt. Nein. Ja, was heißt Abnutzungseffekt? Nee, aber du, schau mal, das hat was Praktisches. Die meisten Mitarbeiter tragen jeden Tag ein ihre Note. Die meisten sind irgendwo zwischen 7 und 8. So.
Manchmal ist es irgendwie eine 3 oder eine 4. Dann wird der Mitarbeiter kontaktiert, was ist dein Problem, bla bla bla. Und bei Verbesserungsvorschlägen oder Ideen oder whatever ist wahrscheinlich so 80-90% drückt niemand was ein. Aber wenn am Tag was passiert ist, was scheiße war, dann wird das genutzt. Weil du musst dir vorstellen, jetzt einmal die Woche, okay, die Leute können sich eine Woche den Scheiß merken. Einmal im Monat, was war diesen Monat scheiße? So, was ist diesen Monat schlecht gelaufen, was du, das geht ja unter. So. Das bedeutet, ja, je nachdem, wie dein Geschäft abläuft, macht es zum Beispiel Sinn, das, wie gesagt, regelmäßig abzufragen. Weil du bekommst ja normalerweise erst teilweise monatelang später mit, wenn eine Führungskraft irgendwann mal dir sagt, ja, apropos, irgendjemand bla 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 ist damit unzufrieden mit bla bla bla. So, und dann ist schon zu spät. So, und häufig gibt es halt einfach Menschen, es gibt halt auch Mitarbeiter, die haben eine niedrige Toleranzschwelle. Das sind auch die guten Mitarbeiter häufig, die engagiert sind, die auch Alternativen haben, die gut qualifiziert sind. Filialleiter, Büroverantwortliche und so weiter. Ja, irgendwann mal sind die frustriert und sagen, dem Chef ist eh scheißegal. Und das ist schon die innere Kündigung, dann wechseln die. Und so kannst du das vorher schon antizipieren im Endeffekt. Aber wie ich schon gesagt habe, es darf halt keine heiße Luft sein, sondern es müsst ihr auch wirklich halt leider machen. Tut mir leid. Und dann, ja, an einem Unternehmen werden wir alles digitalisieren und automatisieren und wir fahren dann Recruiting, Marketing und so weiter hoch, zusammen mit EOP. Und dann haben wir die Marktführerschaft in unserem Segment. Regional, überregional, in bestimmten Sachen. Wer von euch ist Marktführer beim Thema Hochzeiten bei sich in der Gegend? Wer richtet bei euch in der Gegend die meisten Hochzeiten aus, die meisten Hochzeitstorten? Das Geschäft ist lukrativ, oder? Also bei uns in Landshut heißt es, wenn du eine Hochzeitstorte haben willst, musst du da hingehen. Wer von euch hat den Ruf sich aufgebaut? So eine Hochzeitstorte, da muss man ja viele Brötchen backen, bis man die Marge dann irgendwann mal erreicht hat, oder? Ja, kommt drauf an, wie man es macht. Aber es war jetzt nur ein Beispiel. Ja? Oder das Thema betriebliches Catering oder sonstige Sachen. Also wie gesagt, man kann das Segment entweder regional oder in einem bestimmten Segment beherrschen. Das muss in den Kopf rein. Und am besten irgendwas, was lukrativ ist. Ja? Das heißt, ich lade euch ein zu einer kostenlosen Lernberatung mit mir und meinem Team. Wir schauen, wo ihr gerade steht bei dem ganzen Thema. Der Haken ist, ihr solltet euch dafür bewerben. Ja? Wobei, nettes Hey zurzeit reicht auch. Wir sind doch nicht so gemein. Und wir schauen uns an, ja, wie euer Potenzial ist, wo ihr gerade steht, wo ihr hin möchtet. Und ihr solltet jetzt genau handeln und ja, entweder mir eure Kontaktdaten geben oder auf meine Seite gehen und euch dafür eine Beratung registrieren. Wir machen das deutschlandweit. Natürlich alles digital. Das heißt, niemand muss irgendwo hinfahren. Und ja, wir helfen Unternehmen in jeder Größenordnung. Von einer kleinen Backstube bis zum Konzern. Und können euch dann hier mit deutschlandweit führenden Lösungen versorgen in diesen ganzen Sachen. Und wir verstehen uns auch, wie gesagt, als Sparringpartner, weil ich selber Unternehmer bin. Und ich kann euch halt sehr, sehr genau sagen, wie die Punkte ablaufen und wie man die ganze Geschichte halt eben digitalisiert, wie wir es halt gemacht haben. Und da unterstützt uns halt der EOP sehr gerne dabei. Oder sehr gerne. Oder nur gerne. Sehr gerne. So. Damit können wir euch maximal weiterhelfen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin offen für Fragen.